Hallo Freunde, begleitet mich zurück zu meinen Wurzeln, endlich, ich hab's ja eingesehen. Sowohl meine spielerischen Wurzeln, meine Computerspielwurzeln insgesamt, als auch meine Let's Play-Wurzeln, denn alte Adventures, ja, die sind immer mein Ding gewesen und die sollen es auch weiterhin sein. Und deswegen fangen wir jetzt mit der Baphomets Fluchreihe an. Wir haben den Director's Cut, den wir hier spielen, der eine etwas überarbeitete Grafik wohl bietet. Hier, verbessert. Schauen wir mal. Und der wohl auch einige andere Szenen bietet als das original erste Spiel von Baphomets Fluch. Oder Broken Sword, wie es im Original heißt. Hat aber wahrscheinlich nichts mit dem zerbrochenen Schwert aus Herr der Ringe zu tun, vermute ich. Aber es hat was mit Templern zu tun und wir schauen uns das jetzt mal an. Paris. Stadt der Liebe, Romantik und Träume. Sagt man. Das habe ich auch mal gedacht. Aber seit jenem Tag, dem Tag des Mordes, denke ich bei meinem geliebten Paris auch immer an den Tod. Ich liege also zu Hause gerade in der Badewanne, als mein Verleger anruft. Collar, schwing deinen Hintern rüber zum Palais Royal. Sofort. Du musst jemanden interviewen. Und zwar Pierre Cachon. Ja genau, den Pierre Cachon. Keine Fotos, also lass deine Knipse zu Hause. Er hat selbst nach dir verlangt, ausdrücklich. Frag mich nicht warum. Egal, könnte eine große Sache sein. Also, wenn er dich anbaggert, nicht vergessen. Immer lächeln. Ja sagen und weiter mitschreiben. Wie charmant und überaus zutreffend. Pierre Cachon ist ein Medienkönig, ein Nationalheld und einer der berüchtigsten Ehebrecher in ganz Europa. Er und seine Frau Imelda sind nur einen Hauch von der Königswürde entfernt. Hey, ich hasse Pantomimen, aber wenn man nicht auf sie eingeht, hauen sie nie ab. Da bin ich also. Der Palast des Medienkönigs und der Eiskönigin. Ich klingle und setze damit eine Kette von Ereignissen in Gang, die mein Leben von Grund auf ändert. Ja, was gibt es? Madame, mein Name ist Nico Collard. Ich bin verabredet mit Monsieur Cachon. Kommen Sie rauf, wir sind im ersten Stock. Madame Cachon, ich freue mich, Sie kennenzulernen. Ja, natürlich. Die Eiskönigin wird ihrem Ruf auf jeden Fall gerecht. Werden Sie beim Interview dabei sein? Mademoiselle, ich weiß nur wenig über die Geschäfte meines Mannes. Und es interessiert mich noch weniger. Ich habe definitiv kein Verlangen zuzusehen, wie er noch eine hübsche kleine Journalistin begrapscht. Hübsch? Das ist zu freundlich von Ihnen, Madame. Die begabte und ausgesprochen schöne Mademoiselle Collard. Ich freue mich, Sie endlich kennenzulernen. Monsieur Cachon, es ist mir eine Ehre. Oh ja, das glaube ich gerne. Nennen Sie mich doch Pierre, bitte. Das war keine Schmeichelei gerade. Ich war ein Freund Ihres Vaters. Er war ein großer Mann. Mein Vater? Aber er hat nie erwähnt. Wir standen uns sehr nah. Und dann sein Tod. So tragisch. Ich muss... Imelda, deine verdammte Katze ist schon wieder in meinem Büro. Nach einer Ming-Vase zum Teufel, nehme ich an. Entschuldigen Sie mich für einen Moment, meine Liebste. Ihr Journalistinnen werdet auch jedes Jahr jünger. Vielleicht wird nur der Rest der Welt immer älter, Madame.
Das war aber keine Katze. Mein Gott. Was? Monsieur Cachon. Er ist tot. Ich muss die Polizei rufen. Sie sollten lieber hier bleiben. Da war ein Mann. Es war dieser Pantomime. Glauben Sie, er... Naja, ich schätze, Selbstmord können wir mal ausschließen, oder? Kein Wunder, dass man sie die Eiskönigin nennt. Sie wäre sofort die Nummer 1 auf meiner Verdächtigenliste. Wenn ich den Angreifer nicht selbst gesehen hätte. Und wenn mir nicht schon früher ein paar genau solcher Morde untergekommen wären. Einer der wichtigsten Männer Europas ermordet. Und hier stehe ich, Nico Collard, alleine am Tatort. Soll ich auf die Polizei warten oder den Fall selbst untersuchen? Die Antwort ist wohl klar. Ja, klar ist die klar, das machen wir wohl selber. So, jetzt Leute, pass mal auf. Also, zieh den Mauszeiger über den Bildschirm, Glück auf die mangelnde Handlung. Aktentasche, um Gepäck zu öffnen, das ist wohl das Inventar, Tagebuch, bla bla bla, sprechen, Symbole, ja, okay, das kennen wir. Adventure brauchen wir nicht zu erklären, brauchen wir uns auch nicht näher angucken. Wir haben einen kleinen Tooltip, wie es aussieht. Okay, ein paar Dinge gibt es zu sagen. Also, was neu ist, ist diese Szene an sich, an die kann ich mich nicht erinnern. Vielleicht war die im ersten Spiel schon und ich kann mich tatsächlich nicht daran erinnern. Was ich cool finde, ist, dass es einen eigenen Credit für Gesichtsausdrücke gibt. Spult mal zurück, guckt mal in den Credits. Da gab es einen Eintrag, Gesichtsausdrücke haben. Zwei Leute waren dafür verantwortlich. Und das meint wahrscheinlich die nächste Neuerung, diese kleinen Monolog- oder Dialogfensterchen, die hier oben angezeigt wurden, wenn jemand gesprochen hat. An die kann ich mich auch nicht erinnern. Das scheint also alles neu zu sein. Ansonsten haben wir ein traditionelles Point-and-Click-Adventure im Stil der 90er Jahre, was hauptsächlich daran liegt, dass das Spiel aus den 90er Jahren ist. Ja. Was diese Steam-Version des Director's Cuts jetzt kann, das schauen wir uns mal an. Vor allem schauen wir uns Sachen an. Das Regal ist voller obskurer Erstausgaben. Obskure Erstausgaben. Okay, links ist Gucken, rechts ist Interagieren, wie es aussieht. Schauen uns alles an. Wir müssen ja ermitteln. Eine Büste von Pierre Cachon, dem bescheidenen Diener der Grande Nation. Grande Nation. Vive la France. Ich glaube, ist eingebrochen. Was ich auch noch sagen wollte, die Nico, die ist auch super. Nicole Coulard, unser Charakter zur Zeit, nicht der einzige, den wir spielen werden, geht hier rein, sieht den Typ, den sie unten an der Straße gesehen hat, der überhaupt nichts damit zu tun hat, sieht, dass er am Boden liegt und geht einfach schnurstracks auf denjenigen zu, den Pantomimen und offensichtlichen Mörder, der sie einfach mit einer Handgeste zu sich herlockt. Ja, also Nico, muss ich sagen, Hut ab, das war extrem clever. Aber jetzt schauen wir uns erstmal weiter um. Was haben wir denn da? Ein kleines, rundes Glasstück ist aus der Scheibe herausgeschnitten. Ja, da ist er wohl reingeschnitten. Das war die Arbeit eines Profis. Naja, mit einem Glasschneider umgehen. Da ist er. Der Mörder muss die Leiter benutzt haben, um an das Fenster ranzukommen. Er ist schon lange weg. Wahrscheinlich hat er die Leiter zusammengeklappt, in die Tasche gesteckt und mitgenommen. Eine Klappleiter, okay. Schon wieder Pierre Cachon. Seine Augen scheinen jeder meiner Bewegungen zu folgen. Gespenstisch. Gruselig. Kann man da noch was machen? Das hat der Pantomime angerichtet. Es sei denn, die Katze ist auch in die Sache verstrickt. Ja, Klauen können glasschneidend sein. Schauen wir uns mal Pierre an und ermitteln ein bisschen, bevor die Polizei eintrifft. Pantomimen und Schusswaffen passen normalerweise nicht zusammen. Aber irgendetwas sagt mir, dass dies kein normaler Pantomime ist. Ich glaube, das ist Gefühl... Ich habe diesen Mörder schon mal gesehen. Ja, ja. Und sogar über ihn geschrieben. Der Kostümmörder. Zumindest habe ich ihn so genannt. Genau. Wir werden jetzt natürlich hier den Tatort etwas verwüsten, bevor die Polizei eingetroffen ist. Eine meiner Haarspangen. Genauer gesagt, meine Lieblingsspange. Sie muss runtergefallen sein, als ich niedergeschlagen wurde. Davon gehe ich aus, ja. Ich schließe seine Augen. Das Mindeste, was ich für den armen Kerl tun kann. Ich habe seine Augen geschlossen. Also die Totenstarre hat noch nicht eingesetzt. Links ist interagieren, rechts ist anschauen. So, hier können wir... Erstmal schauen? Nee, können wir nicht. Manche Leute ekeln sich davor, Leichen nach Hinweisen zu durchsuchen. Mir macht das nichts aus. Erinnert mich an einen früheren Freund. Nico! Cachon wurde erschossen. Offensichtlich.
In seiner Tasche steckt eine Fahrkarte mit dem Aufdruck Bateau de la Conciergerie. Als ich die Fahrkarte an mich nehme, erfülle ich den Tatbestand der Unterschlagung von Beweismitteln. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Sie hat übrigens eine sehr angenehme Stimme, wie ich finde. Sehr tief und ich mag das. Schön. Ich öffne seine Augen lieber. Ich sollte den Tatort unverändert lassen. Wir lassen die mal offen. Wir lassen die offen, die Augen. So, hier haben wir uns, gibt's, gibt keine Leertastenhilfe. Okay, das macht nichts. Wir kommen klar. Doppelklick lässt uns den Screen wechseln, das ist sehr schön. Die Polizei kann jede Minute hier sein. Ja, ja. Irgendwo hier sind Hinweise auf einen Mörder versteckt und ich muss sie finden. Das geht klar, machen wir schon. Kommen wir hier rein? Die Tür ist verschlossen. Gut, schauen wir uns mal hier ein bisschen um und wühlen erstmal den Tatort durch. Ist doch logisch. Ein Louis XIV-Tisch mit einer antiken Spitzendecke. Diese Imelda hat Geschmack. Naja, mit einem so stinkreichen Gatten ist das ja auch leicht. Das ist wohl wahr. Also erstmal zur Intention von Nico. Nico ist natürlich eine überdurchschnittlich neugierige Journalistin. Ich überlege ja immer, was hat denn die Gestalt, die Figur, die wir spielen, für eine Intention, das zu tun, was sie jetzt tut. Und Nico ist Journalistin und sehr, sehr neugierig. Das weiß ich noch, weil ich sie kenne aus den anderen Spielen. Und das erklärt natürlich, warum sie hier jetzt schnüffeln geht. Mit uns zusammen natürlich. Eine wunderschöne Tischdecke liegt auf dem Tisch. Sie ist mit einem ungewöhnlichen Kreuz bestickt. Ich schätze, die Decke könnte ganz hilfreich sein. Na, nimm einfach mal mit. Was haben wir denn da? Da ist ein kleines Loch in der Tischplatte. Jemand hat ein winziges Teil der Intarsien weggeschnitzt. Die Frage ist, warum? Nicht mal mit dem Fingernagel komme ich in ein so winziges Loch. Vielleicht können wir, um einen Gegenstand auf dem Bildschirm zu benutzen, klicke ihn an, halte die Maustaste gedrückt, ziehen dann. Wir wollen dieses benutzen. Aha. Nico, du bist einfach verflucht gut in solchen Sachen. Das stimmt. Statt Imelda zu trösten, durchforste ich ihre Wohnung. Warum? Weil hier irgendwas im Busch ist und ich ein paar Antworten finden muss, bevor die Bullen hier sind. Und außerdem war sie ziemlich unhöflich zu mir. Das stimmt. Also hat sie es sich selbst zuzuschreiben. Das stimmt, aber das heißt Polizei, nicht Bullen. Was ist das? Ein Schlüssel. Vielleicht ein Tresorschlüssel. Okay. Die Decke ist mit einem ungewöhnlichen Symbol bestickt. Das werden wir mit Sicherheit noch brauchen. Eine Fahrkarte mit dem Aufdruck Bateau de la Conciergerie. Als kleines Mädchen durfte ich mit meinem Vater manchmal in den Bateau Mouche mitfahren, wenn ich brav war. Bateau de la Conciergerie? Oui, oui, mon général. Kann ich das wieder zumachen, bitte? Nein, ich glaube nicht. Wir werden ein bisschen unsere Spielzeit verbringen in Paris. Ich werde klicken auf die Bild und gucken an. Imelda hat Talent, aber das werde ich ihr bestimmt nicht sagen. Nein, ich glaube auch nicht. Eine Tube Acrylfarbe im Farbton französisch Ultramarin. Ultramarin ist, glaube ich, blau, ne? Genau die Farbe, die ich für mein Badezimmer suche. Oh, super. Es tut mir leid, ich muss gehen. Jemand ist... Oh. Junge Dame, was genau tun Sie da eigentlich? Diese Farbe, das ist meine Lieblingsfarbe. Meine Güte, dann behalten Sie das Zeug von mir aus. Sehr liebenswürdig. Sie klingt ein wenig dumpf, finde ich, in der Synchronität. Eine Tube Acrylfarbe. Ja, ja, von der Staffelei, das habe ich verstanden. Ich möchte mich gerne weiterhin hier umschauen. Da war die Tischdecke, da war... Ne, hier war die Tischdecke. Was war da nochmal? Ein herrlicher antiker Tisch. Kann ich mir nicht näher anschauen. Okay, dann reden wir mal mit Imelda, mal gucken, was sie zu sagen hat. Imelda sieht schockiert aus, aber immer noch absolut feindselig. Verzeihen Sie, Madame. Ja? Du klingst immer noch sehr komisch. Ja, die Dialoge steuern wir hier durch Bildchen. Wir können ihn jetzt fragen, sie. Das wird wahrscheinlich, ich weiß nicht, wer das ist. Wir fragen ihn erstmal nach ihrem Mann, ein bisschen trösten und so. Es tut mir leid wegen Ihres Verlustes, Madame. Nein, tut es nicht. Sie sind Journalistin. Journalisten tut nie etwas leid. Das stimmt nicht. Wir werden ja sehen. Okay, sie mag uns nicht. Warum wollte ihr Mann mich sehen? Was wollte er mit mir besprechen? Ich habe keine Ahnung. Seine Geschäfte waren seine Sache. Hat er Ihnen nie etwas erzählt? Nein. Und offen gesagt war es mir auch lieber so. Okay. Woher kannte Ihr Mann meinen Vater? Ah. Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Sie kannten ihn nicht? Thierry Collard? Pierre kannte eine Menge Leute, von denen ich nie gehört habe. Vor allem natürlich Frauen. Das erklärt wahrscheinlich ihre Verbitterung.
Warum sollte ein Pantomime ihren Mann umbringen? Pierre hatte viele Feinde. Allen voran schon mal die Hälfte aller Pariser Ehemänner. Das ist ein ziemlicher Coup für Sie, was? Ich nehme an, Sie formulieren im Geiste schon die Schlagzeile. Hören Sie, nur weil ich Journalistin bin... Erzählen Sie mir doch nichts. Ihr seid doch alle aus dem gleichen Holz geschnitten. Genau. Haben Sie überhaupt sowas wie ein Gewissen? Nein. Bin ich ein Teufelchen oder ein Engelchen? Wollen wir sie ein bisschen umschmeicheln? Eigentlich ist sie doof und böse, also geben wir zu. Sagen wir, ich lasse nicht zu, dass es mir eine gute Story versaut. Ich bewundere Ihre Hingabe an Ihren Beruf. Seht die ihr? Die Polizei wird bald hier sein, Madame. Soll ich vielleicht jemanden benachrichtigen? Freunde? Familie? Nein, ich habe keine Verwandten. Pierre und ich waren... Er war alles, was ich hatte. Nicht gerade viel, was? Die ergebene Gattin. Das war meine Rolle. Aber er hat nie was erzählt, mich nie eingeweiht. Ich weiß nur eines sicher, Madame. Was? Wenn Sie herausfinden wollen, wer Ihren Mann umgebracht hat, dann lassen Sie mich das ermitteln, nicht die Polizei. Warum? Woher weiß ich, dass ich Ihnen trauen kann? Weil ich lieb bin. Weil Sie keine andere Wahl haben. Die Polizei braucht Wochen. Wochen, in denen Ihr Leben ebenfalls in Gefahr sein könnte. Was? Glauben Sie mir. Der Mörder hat schon mal zugeschlagen und er wird es wieder tun. Wer weiß, ob Sie nicht die Nächste auf seiner Liste sind. Also, ich weiß nicht... Alles, was ich brauche, sind ein paar Minuten, in denen ich mich in Ruhe umsehen kann, bevor die Polizei eintrudelt. Ich glaube, Sie haben vielleicht doch so eine Art Gewissen. Sie sind keine gute Lügnerin, Nico Collard. Und ich teile Ihre schlechte Meinung über unsere Polizei. Hier, nehmen Sie das. Das ist der Schlüssel zum Salon. Neben der Bibliothek am Ende des Flurs. Das war Pierres Zimmer. Ich bin selten da reingegangen. Ich konnte einfach nicht. Ich hatte zu viel Angst davor, was ich da finden könnte. Das könnte interessant werden. Ich bin sehr Vielen gespannt. Dank. Ich verspreche Ihnen, Sie werden es nicht bereuen. Nein, sicher nicht. Wir sind gute Ermittlerinnen. Hier haben wir unser Tagebuch. Da können wir durchklickern. Entspannte mich in der Badewanne, als mein Verleger Ronnie anrief. Bat mich Pierre Cachon, Medientycoon und Weiberheld, zu interviewen. Habe mich sofort an die Arbeit gemacht. Unheimlicher Pantomime außerhalb von Chachon's Apartment. Madame Chachon, kalt wie Eis. Mr. Chachon, redegewandt und charmant, wie rufgerecht, ging zum Schein auf seine Avancen ein. Geräusch von herunterfallender Vase, bla bla bla. Imelda traut mir nicht, wirklich. Glücklicherweise erlaubt sie mir dennoch, ja, ich glaube, dadurch, dass wir ehrlich zu ihr waren, indem wir gesagt haben, dass wir eigentlich eine dreckssackige Journalistin sind. Ich würde Sie gerne noch Madame was fragen. Cachon, ich... Bitte nennen Sie mich Imelda. Wir brauchen ja jetzt wohl keine Formalitäten mehr, oder? Ja, sie wird uns langsam vertraut. Haben wir nach den Pantomimen gefragt eben? Hat Monsieur Cachon Ihnen nie etwas über meinen Vater erzählt? Nein, tut mir leid. Er hat ihn nie erwähnt. Ich würde gerne etwas über diesen Schlüssel wissen. Imelda würde meine Rumschnüffelei vielleicht nicht so locker aufnehmen, wenn ich ihr den Schlüssel zeigen würde, den ich gefunden habe. Ich dachte, sie könnte uns was darüber erzählen, Nico. Ich bin sicher, hier gibt es noch mehr zu entdecken. Ich muss mich nur... Ja, ich muss mich nur umschauen. Dann mach das doch, Schätzchen. Lass uns das gemeinsam tun. Ist das dieses Bild hier? Das kann ich auch anschauen. Das habe ich gar nicht gesehen eben. Eine mittelalterliche Prozession. Zweifellos ein Original. Die Wandteppiche müssen ein Vermögen gekostet haben. Da kannst du mal von ausgehen. Das war die falsche Tür, Nico. Wir möchten gerne das da aufschließen. Die Steuerung ist schön, angenehm, muss ich sagen. Da kommen wir der Sache doch schon näher. Bup. Na komm, geh rein. Sei lieb, Nico. So, schauen wir uns um, was wir hier haben. Sogar der Lichtschalter sieht beeindruckend aus. Okay. Ich brauche kein Licht anzumachen, es ist schon hell genug. Ja, hätte doch ein wichtiger Hinweis sein können. Was ist dieses Bild hier? Das Gemälde zeigt die Cachons zusammen. Verliebt. Wie der Dichter schon sagt, die Vergangenheit ist ein anderes Land. Oder habe ich das in einem Glückskeks gelesen? Das klingt eher nach Glückskeks. Wir schauen uns, das ist ein Schloss hier, ganz klar, da brauchen wir den Tresorschlüssel. Ich möchte mich gerne vorher noch umschauen, bevor ich das mache. Ihr wisst ja, wie das ist mit Avengers, immer alles gucken. Jetzt ist nicht die richtige Zeit, um mich auf das Sofa zu legen und meine Marie-Antoinette-Nummer abzuziehen. Auch wenn die auf Partys immer ganz toll ankommt. Besonders bei schwulen Jungs, frag mich nicht warum. Nico, ich kann es dir nicht sagen. Ich schwöre es nicht. So. Wie zu erwarten war, ist doch der Schreibtisch eine unbezahlbare Antiquität. Gähn. Das Löschpapier und das Eingangskästchen sind mit mathematischer Präzision ausgerichtet. Löschpapier, ob wir da etwas werden finden können?
Ich brauche kein Blatt Löschpapier. Zumindest kein leeres. Wir können mit Sicherheit das Letzte, was er getan hat, durchpausen. Mein Herzschlag setzt für einen Moment aus. Es ist ein geschnitzter Elefant. Aber nicht irgendein geschnitzter Elefant, sondern ich weiß, wer ihn geschnitzt hat. Mein Vater. Ich bin sicher. Denn in meiner Wohnung steht das exakte Zwillingsstück, das mein Vater in eine Schatulle geschnitzt hat. Also kannte Carchon meinen Vater. Sie müssen wirklich befreundet gewesen sein. Und wir verdichten Ihre Intention, hier zu ermitteln. Ich beschließe, den geschnitzten Elefanten mitzunehmen. Ganz offensichtlich bedeutet er Imelda nichts. Das hat sie gut kombiniert. Imelda war ja nie hier drin. So, jetzt ist die Frage, wenn wir vielleicht dieses Ding hier... Nein. Ich wollte vielleicht überlegen, ob ich hier was durchpausen kann, eventuell. Nein. Kommen wir hier rein. Bitte. Abgeschlossen. Was mich nicht wirklich überrascht. Ist der Schlüssel aus dem Inventar weg? Nee, er ist noch da. Es funktioniert nicht. Okay, der passt nicht. Aber es wäre eine schöne Überraschung gewesen, wenn doch. Das kann ja so ein Unischlüssel sein. Das gibt's ja. Verstehst du? Gibt's ja. So, dann gucken wir mal in den Tresor rein, der offensichtlich hier hinter diesem Bild sich versteckt. Und zwar mit diesem Schlüssel. Es gibt ein ganz leises Klicken. Okay, so geht das. Hinter dem Bild ist ein Safe. Okay. Varino Safe Co. Paris, Frankreich. Schlüssel. Der Tresor ist verschlossen. Ich brauche den Schlüssel. Den habe ich. Tu ihn da rein. Okay, was finden wir? Was ist das denn? Im Tresor lag ein merkwürdiger Steinzylinder. Ein Steinzylinder? Im Safe liegt eine Art Artefakt. Seine Oberfläche ist mit Symbolen bedeckt. Sieht aus wie die Druckwalzen, die ich im Kunstunterricht hergestellt habe. Wenn ich irgendwas über Symbole gelernt habe, dann das. Sie sind immer wichtig. Aber diese in den Stein geritzten Symbole sind unmöglich zu entziffern. Ich muss sie irgendwie ausdrucken. Ja, ich habe schon eine Ahnung. Zumindest ist der Stein rund. Aber was könnte ich als Druckerschwärze verwenden? Und worauf kann ich drucken? Klar, das nennt man Klauen. Aber ich weiß, dass Imelda keine Ahnung von dem Artefakt hat. Und Carchon ist es inzwischen egal. Da hast du nicht ganz unrecht, Nico. Ich weiß auch schon genau, wie wir das Ding drucken können. Wir gehen mal zum Tisch. Ihr wisst es doch sicher auch schon. Ist ja alles so ein bisschen Tutorial-mäßig jetzt wahrscheinlich. Wir gucken mal, ob wir das hinkriegen. Die da würde ich da rein machen. Genau. Ich verteile die blaue Farbe auf dem Boden des Kästchens. Es ist ruiniert. Ich bin ein böses, böses Mädchen. Aber auch ein ziemlich cleveres. Nico, dafür mögen wir dich. So, pass auf. Darauf drucken wir das? Nein. Aber wir drucken es nur auf dem Löschpapier. Okay. So, dann machen wir das jetzt mit Farbe. Einmal durchgewalzt, genau. Ich wälze das Artefakt in der Farbe, bis es völlig eingefärbt ist. Okay, und dann wälzen wir das Artefakt auf dem Löschpapier. Kennt ihr Löschpapier eigentlich noch? Die Walze und die Farbe funktionieren genau, wie ich es geplant habe. Aber was steht jetzt da? Ja, das weiß ich doch nicht. Da steht Subjudice. Das ist eine verschlüsselte Botschaft. Da steht Unterricht. Ich habe ja nicht viel gelernt als Journalistin, aber eins weiß ich. Unterricht schreibt man normalerweise ohne Bindestrich. Die Buchstabenfolge darunter ergibt auch keinen Sinn. Plötzlich wird mir klar, was für eine Verbindung zwischen dem Bootsfahrschein und der verschlüsselten Nachricht besteht. Auf dem Fahrschein steht Bateau de la Conciergerie. In der Conciergerie auf der Île de la Cité unten im Fluss befand sich einst der Gerichtshof. Also könnte man Unterricht in diesem Fall einfach wörtlich nehmen. Unter den Richtern. Unter dem Gericht. Unter der Conciergerie. Ich bin sicher, dass ich hier alles gefunden habe, was zu finden ist. Und außerdem packt mich angesichts des ganzen Prunks hier die Sehnsucht nach meinem normalen, ärmlichen Leben. Das ist eine Riesenstory.
Es ist ein mörderisches Puzzlespiel, bei dem noch eine Menge Teile fehlen. Aber ich werde es zusammenbekommen. Natürlich. Und wenn ich mich noch an den Namen dieses berühmten Preises erinnern könnte, den man bekommt, wenn man ein Spitzenjournalist ist. Auf jeden Fall werde ich den dieses Jahr auch abräumen. Den Pulitzer-Preis? Oder war es der Poritzer-Preis? Ich bin mir nicht ganz sicher. Cachon hatte Fahrschein mit Stempel Bateau de la Conciergerie. Im Conciergerie auf der Île de la Cité unten am Fluss befand sich einst ein Gerichtshof. Kodierte Nachricht enthielt Wort Unterricht. Sollte hinweisen, bleibt er da und den Kai bei Île de la Cité gehen. Eben unter den Richtern. Machen wir. Vorher reden wir nochmal mit Imelda. Fragen Sie, ob das alles so in Ordnung ist oder... Ich hoffe, die Aufnahme läuft jetzt noch. Wieder mal habe ich einfach aus dem Spiel geklickt, aber ich glaube, das hat funktioniert. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber es zeigt sich, dass meine Aufnahme noch läuft. Imelda. Haben Sie etwas Hilfreiches gefunden? Diese Schnitzerei. Was wissen Sie darüber? Sie gehörte Pierre. Was hat denn eine Statue mit... Bitte, ich muss es wissen. Er bekam sie von... einem Freund. Hatte irgendwas mit Afrika zu tun. Mehr hat er Ihnen nicht erzählt? Nein. Aber ich glaube, sie war ihm wichtig. Sie war immer ausgestellt. Warum? Mein Vater hat sie geschnitzt. Oh, ich verstehe. Das wusste ich nicht. Imelda, ich werde alles tun, um den Mörder zu finden. Vielen Dank, meine Liebe. Und wenn die Polizei fragen sollte... Keine Bange. Sie war nie hier. Unterricht ist der Schlüssel. Ich muss einen Weg unter die Conciergerie finden. Ich werde direkt zu den Kais an der Île de la Cité gehen. Wenn es einen Weg unter die Conciergerie gibt, dann von dort aus. Île de la Cité, eine Stunde später. Cachon war nicht der Typ, der nur so auf dem Fluss rumschippert. Er hatte einen Grund, hier zu sein. Etwas, das ihn schließlich umgebracht hat. Ja, und genau diesen Grund werden wir herausfinden. Und warum er umgebracht wurde, werden wir auch herausfinden. Aber erst in der nächsten Folge von Let's Play Baphomets Fluch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß an diesem kleinen alten Klassiker. Ich habe auf jeden Fall jetzt schon eine Menge Spaß. Ich mag Adventures. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.